melde mich heute von anderem Ort in Berlin-Mitte, von der Preisverleihung des Walter-Rathenau-Preises 2018. Nicht so sehr, weil Walter Rathenau auch eine besondere Persönlichkeit unserer Geschichte ist, der Außenminister unserer ersten Deutschen Republik, der auch mit seinem Leben bezahlt hat für den Einsatz für diese Republik und der seinen Rückzugsort in Brandenburg hatte mit dem Schloss Bad Freienwalde, sondern um an den heutigen Preisträger zu erinnern, an Guido Westerwelle, der selbst einige Laudationes auf frühere Preisträger gehalten hat, aber der vor allem auch ein für mich sehr wichtiger Liberaler war. Er war Generalsekretär der FDP, hat die Wiesbadener Grundsätze geprägt, die auch mich vor 20 Jahren, 1998, zu den jungen Liberalen und zur FDP geführt haben. Und ich finde es gerade heute wichtig, sich an sein außenpolitisches Lebenswerk zu erinnern, an seine Devise, dass Europa nicht nur einen Preis, sondern vor allem einen Wert hat, das auch auf heutige Probleme und Herausforderungen anzuwenden und in liberale Politik zu übersetzen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, heute gemeinsam mit anderen Menschen, die Guido Westerwelle schätzen, die ihn begleitet haben, an ihn zu denken, an jemanden, der für mich vor allem einen klaren politischen Kompass und gleichzeitig tiefe Herzensbildung verbunden hat.